Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. RWA wird anstoßen in Person von Pedro Cejas und das ist jetzt der Fall. Rot-Weiß Aalen in Rot und Weiß, von links nach rechts die Kaiserstadt in Durchgang Nummer 1 in die entgegengesetzte Spielrichtung in klassisch Schwarz-Gelb. Vor allem auch gegen uns in der Hinrunde. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht auf der 6. Position. Will dich ungern unterbrechen, aber Thilo Töpken ist auf dem Weg zum Tor. Findet Lukas Szczepanik! Ein paar Zentimeter fehlen am Ende zur Aachener Führung. Jetzt haben sie wieder eine Eckballsituation. Führen die Eckenstatistik an mit 2:0. Der ist nicht schlecht, Unionen auf der Linie. Hat am Ende eine ordentliche Portion Glück. Wird da eher angeköpft von einem Aalener Spieler. Baum, super Ball, Szczepanik in der Mitte, Töpken und der Ball ist zu knapp. Aalen lässt sich auf ein Tänzchen ein. Töpken! Du liebe Zeit. Hohes Risiko bei Rot-Weiß Aalen in der Innenverteidigung. Da raufst du dir als Coach die Haare. Ja, das war auch wieder Oktay Dahl. Der hier hätte den Ball schon vorher klären können. Verliert im Strafraum den Ball. Das darf dir nie und nimmer passieren. Landwehr. Auch der ist nicht schlecht. Der kommt lang und landet am Pfosten. Tankulic. Es geht auf und ab, Hüsefe. Auch wieder eine Riesenchance für die Aalener. Standard sehr gut geschlagen. Ja, auf dem zweiten Pfosten. Zweite Chance für Rot-Weiß und diese Bälle sind tückisch für Torhüter. Und auch Marcel Jonen verschätzt sich und hat am Ende Glück, dass Luka Tankulic den Nachschuss drüber setzt. Tankulic und Reitmeier. Das sieht fußballerisch alles sehr, sehr gut aus. Ja, die Aalen haben mehr Kieré vom Spiel mit Tempo. Cejas ist mit dabei, Kieré und der Kontakt ist nicht gut. Und deswegen bleibt Derek Kieré an Marcel Jonen hängen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Kieré, unfassbar viel Tempo, geht an Hanratz vorbei. Und dieser Kontakt, der ist entscheidend, dass er den Ball nicht in die Mitte bringen kann, wo eventuell Pedro Cejas einschussbereit gewartet hätte. Töpken, Müller, links Szczepanik, klasse Ball, Szczepanik, auf und davon und Ernst gibt den Elfmeter. Schnelle Umschaltaktion der Aachener, Müller behält die Übersicht. Töpken erst mit dem Ballgewinn. Links läuft Szczepanik durch und nimmt dann clever den Kontakt an. Die Frage ist, war es vor dem 16er oder war es in der Box? Die Frage ist, ob es überhaupt abseits war, die Situation. Das ist dann die andere Frage. Ganz viele Fragen zu dieser Entscheidung. Sie steht aber fest. Anton Heinz bekommt aus 11 Metern die XXL-Chance zum 1:0. Für mich kein Abseits. Für dich schon? Schwierig zu beurteilen, um ehrlich zu sein. Da bräuchte man schon ein Standbild, aber hier kommt der Kontakt. Hier ist der Kontakt. Ideal. Also hier ist der Kontakt, ne? Und das ist klar außerhalb. Ja. Anton Heinz auf dem Weg zu Saisontreffer Nummer 16, Fragezeichen. Ausrufezeichen. Alemannia Aachen geht in Führung. Und das kurz vor der Halbzeit. Anton Heinz hat Feuerzeug sowie die Zündschnur in der Hand, fackelt nicht lange und bringt den Tivoli das erste Mal zum Explodieren. Das haben wir vorhin angesprochen. Ja, eine Situation, eine Umschaltaktion.
Und die Ahnener verstehen die Welt nicht. Sie machen ein hervorragendes Spiel bis zu diesem Zeitpunkt, sind mehr als ebenbürtig mit dem Spitzenreiter. Und jetzt ist Feuer drin. Vor allem bei Nika Hanratz und Basti Müller. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass aus dieser eigentlich harmlosen Szene nicht etwas ganz, ganz Großes entsteht. Erik Landwehr, Und Jonen pariert einen Ball, den er auch parieren muss. Ja, Torwart-Ecke, da muss er stehen. Da darf er den Ball nicht reinbekommen. Wieder mal sagen, dass es jetzt wieder einen glücklichen Sieger gibt, in dem Fall mit Alemannia Aachen, wo es für mich in der ersten Halbzeit kein Elfmeter war und vielleicht die rote Karte-Situation. Man muss sagen, in der zweiten Halbzeit haben sie sich gesteigert, die Aachener. Wir schauen auf Dustin Wilms und Sasa Strujic auf dem Weg zur Entscheidung. Aachen macht den Deckel drauf. Somit ist es amtlich, der Sieg, wie ich schon sagte. Hier wird es nichts mehr dran zu rütteln geben. Sasa Strujic entscheidet diese Partie. Das ist eine geile Atmosphäre. Ja. Super Atmosphäre zum Genießen von hier oben vom Kommentatorenplatz. Und der macht das technisch hervorragend. Überragend gemacht, muss man sagen. Der Abschluss ist wirklich sehr gut. Spitzer Winkel unter die Latte, gezimmert, genagelt, wie man es auch immer nennen möchte. Jetzt kommt und der jetzt nächste. Vielleicht noch das nächste. Wieder Strujic, wieder drin. 3-0 Aachen. Und jetzt braucht jetzt man das nicht mehr sagen. Deutlicher, als es am Ende hätte sein müssen. Musste aufmachen hinten, haben sie gemacht, ist leider nach hinten losgegangen. Ein schwarz-gelbes Fahnenmeer, ein schwarz-gelbes Fußballfest. Beide Tore überragend abgeschlossen von Strujic. Alexander Ernst wirft den nächsten Blick auf die Uhr. Und dann ist es amtlich. Alemannia Aachen schlägt im Topspiel der Regionalliga West Rot-Weiß Aalen mit 3-0 am 29. Spieltag und geht den nächsten großen Schritt Richtung Aufstieg. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte, also hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke Lennart, war ja gar nicht so schwer. Ja.